bekommt sie doch eine Inflationsausgleichsprämie bis 3000 Euro für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Sozialverbände in Deutschland, der VDK, der SOVD, die sind sehr, sehr fleißig. Sie trommeln die Werbetrommeln. Sie haben eine Initiative gestartet, dass alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland aufgrund der gestiegenen Energiepreise und auch der Lebensmittelpreise und der sonstigen Kosten eine Energiepreispauschale bekommen sollen. Dazu haben sie einem Bundestagsabgeordneten über 150.000 Euro Stimmen, die sie schon eingesammelt haben, übergeben. 200.000 sollen es werden, damit hier eine schlagkräftige Petition im Bundestag zusammengeführt werden kann und dass sich die SPD auch mit dieser ganzen Geschichte endlich mal beschäftigt. Und ich finde es also richtig gut, dass die Sozialverbände das machen. Ich hatte ja schon mal in der Vergangenheit darauf hingewiesen und darum gebeten, dass sie alle die Online-Petition hier mitmachen. Ich selber habe die Online-Petition auch unterschrieben. Und ja, meine Damen und Herren, wer möchte, dass alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland eine Energiepreispauschale oder ein Inflationsgeld bekommen, vielleicht 1.000 Euro, vielleicht 2.000 Euro, vielleicht auch 3.000 Euro, da sollte sich bitte dieser Initiative anschließen und hier Druck auf die SPD und die Bundesregierung machen. Nur so, meine Damen und Herren, können Sie Ihre Ansprüche vielleicht durchsetzen, geltend machen. Ich glaube, Rentnerinnen und Rentner in Deutschland hätten sich's wirklich verdient. Näheres zu diesem Thema, zum Thema Inflationsausgleichsprämie, finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.